Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. An dieser Stelle ist es wieder mal soweit und es gibt ein Mystery Unboxing. Es wird, glaube ich, demnächst noch ein weiteres Mystery Unboxing folgen. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, da war schon wieder was unterwegs. Ja, ich glaube, da kommt noch was mit Hermes oder so. Das kommt auch direkt an meine neue Adresse und deswegen weiß ich dann nicht. Ich hoffe, das kommt vormittags, weil zum Mittagessen fahre ich zu meinem Schatzilein, ne? Oder was heißt ich fahre? Meine Süße fährt natürlich. So, hier haben wir auf jeden Fall jetzt ein neues Paket und zwar vom Hedenmo 24. Der hat mir schon mal ein sehr schönes Paket zukommen lassen. Vor 6 Monaten ungefähr war das. Ich kann aber hier mein Video, habe ich hier offen wegen dem Namen, nochmal kurz anmachen. Am 3.1.2018 war das. Ja, und da ist jetzt nochmal ein Paket gekommen. Und da gucken wir jetzt schön gemeinsam rein. Ich habe es schon vorgeschnibbelt. Geht's schon auf? Ja, gut. Ich habe gut genug geschnibbelt. Oh, ich muss das nochmal hier anziehen. Ja. So. Ja, bleib mal auf dem Deckel. Ey, hier muss ich das seitlich stellen. Oh, Scheiße. Ja, weiß nicht, wie es jetzt gehen soll. Bleib auf, Mann! Ich muss das Ding drehen. So, jetzt geht's. Da haben wir oben drauf. Ey, bleib hier. Ein Zettel. So, mal gucken. Ich habe ja schon mal einen Zettel bekommen, den habe ich auch vorgelesen. Dann wird es jetzt noch sicherlich auch kein Problem sein. Nee. Hey Tommy, auch an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass es mich sehr freut, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Hast uns allen ja einen großen Schrecken eingejagt. In diesem Paket wirst du wieder ein paar Filme vorfinden, welche hoffentlich deinen Geschmack treffen. Bleib so wie du bist und viel Spaß beim Auspacken. Grüße aus dem Südschwarzwald, Ben. Ja, vielen lieben Dank. Ich bin sehr gespannt, was in diesem Paket drin sein wird. Und Stichwort Südschwarzwald. Da erinnere ich mich doch gerade, was dann wohl in dem letzten Paket drin war. Und ich vermute, es ist auch hier wieder drin, so rein vom Geräusch her, wenn man das Paket... Also wir haben es ja bei der Post abgeholt. Ich war ja auch wieder... meine Süße war ja nicht da, weil sie ja viel Zeit auch gerade hier verbringt derzeit und mir hier so ein bisschen hilft, ne? Ja, wir haben jetzt den Scheiß hier, die ganze Einräumerei und so. Naja, das ist alles ein bisschen kompliziert. So, dann gucken wir mal, hier ist Saito. Oh, kaputte Saito. Yes, kaputte Saito. What the fuck? Da ist es auch schon, was ich vermutet habe. Oh. Ne? Wisst ihr noch, was das war? Ich weiß es noch. Und das ist sehr, sehr geil, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Weil ich hab tatsächlich danach gesucht hier in Eckernförde, die verschiedenen Getränke merken, aber ich habe es nicht gefunden. Bitte geh auf! Bitte geh auf! Was ich zusammenkomme. So. Ich guck meine kaputten Hände immer noch. Da komm schon. Gleich fährt's runter, dann macht das Klitsch und dann gibt's ja Sauerei. Ich bin ergomäßig noch nicht gut genug drauf für sowas, Leute. So, jetzt komm schon. Ja. Die nächste Sendung verschieben sich um gefühlte 10 Stunden. Oh je. Yeah. Krieg ich das nicht auf. Oh, keine Kraft in der Hände, ey. Hoffentlich geht das nicht weiterhin so schleppen vor allem mit dem ganzen Scheiß. Komm, ich muss das hier wirklich runterschälen. Kann ich dir das sagen? So, alter Schwede. Was ist es? Jawohl, Griesbacher oh, Schwarzwaldkohle, ich kann es kaum hochhalten, weil ich, wie gesagt, immer noch keinen Trizeps habe, nicht so wirklich. Oder die hauen mir davon Dötz hier. Schnell hinstellen. So, sehr lecker, hat mir sehr gut geschmeckt letztes Mal. Ich habe es, wie gesagt, gesucht wie ein Blöder und jetzt habe ich wieder eine Flasche. Und diesmal werde ich die 50-50 mit meinem Schatzilein teilen, damit sie das auch mal probieren kann, das Zeug, ne? So, dann werden wir uns wahrscheinlich derzeit... wir haben entdeckt, dass das sehr viel Spaß macht, hier bei mir Filme zusammen zu gucken. Ich habe mir neulich den Hercules mit The Rock gezeigt, die kannte ich ja schon, aber sie noch nicht. Fand sie auch sehr geil, den Film. Das finde ich ja auch immer schön, weil man schaut sie dann so Filme geil findet, die sonst keiner mag, außer ich und so eine auserwählte Riege von erlesenen... nee, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Jedi unter den Filmfans, aber das sage ich nie wieder. Also, was sagt man in Zukunft denn? Ja, die Söhne Kroms. So, okay, weiter. Naja, genau, okay. Wieder alles einzeln eingepackt. Ja, du bist halt verrückt, ey.
Wie viele Stunden sitzt du denn da und baust diesen. Oh, ist mir schön so warm. Baust die ganze Kram zusammen, ey. Ihr macht euch viel zu viel Mühe für mich, oder? Ehrlich. Ich mach mal den Ventilator an, Entschuldigung. Aber wir haben schon den ganzen Tag hier so ein Gewitterwetter. Es ist so. Ja, leicht bewölkt kann man. Wie heißt denn das? Wenn das bewölkt ist und hin und wieder mal ist dann plötzlich ein bisschen auf die Wolkendecke. Und dann ist sie aber auch schon ein paar Minuten später schon wieder dicht. Wie sagt man dazu? Keine Ahnung, ja? Und dann ist es halt so drückend, matschig, klebrig, schwül, wie man so schön sagt. Aber es knallt nicht! Und es regnet auch nicht! Nicht jedenfalls nicht genug. So, das fühlt sich wie eine Blu-ray an, das erste hier. Ich muss es hier. Was mache ich denn jetzt hier bloß? Ich muss mal ins neue Zimmer zumüllen und dann hinterher sehen, wie ich das wieder alles aufgeräumt bekomme hier, ne? Ja, ja. Spaß, ich habe so. Ja, wie gesagt, ich brauche jetzt diesmal ein bisschen Zeit, weil ich keine Kraft in den Finger habe. So, dann haben wir die erste. Schluck! Das ist schon mal extrem geil. Den habe ich noch nicht. Ich kenne ihn aber, habe ihn gesehen. Auch so ein Verloi. Oder war das mal mein Papa? Weiß ich gar nicht mehr. Ne, mein Papa hat mir den empfohlen. Also, dann habe ich mir den Lauf durchgeholt. So war das, glaube ich, irgendwie. Abateuer. Geil. Lass mich mal so ein tiefes Wort anfallen dafür, da ihr Filmemacher. Ja, war geil. Das ist doch, glaube ich, irgendwie mit dem Typen, der irgendwie da Räume klaut, ne? In denen Morde begangen wurden, oder? Der war cool. Das war ein richtig geiler Geisterfilm. Ein bisschen was anderes als immer dieses: Oh, der Geist eines kleinen Mädchens läuft durch ein altes, verfallenes Haus. Gut, weiter. Oh, das fühlt sich wie eine DVD an. Na, komm. So. Ich mach die Bilder also hinten dran. Was ist das denn? Ach, das Cover habe ich schon mal irgendwo gesehen, bei irgendeinem Update oder irgendwo auf Facebook. Es gibt ja nicht nur Updates in Videoform, es gibt ja auch so Facebook-Foto-Updates, wo dann irgendwie einer seine ganzen Filme einmal aufs Bett rotzt oder so und dann ein Foto davon macht, irgendwie, die er sich gerade gekauft hat. Und ich glaube, da habe ich den mal irgendwo gesehen. Fand das Cover eigentlich ganz interessant, habe dann auch, glaube ich, darüber gelesen und dann stand da, glaube ich, irgendwie, der Film ist gar nicht so gut, wie das Cover aussieht. Aber ich weiß es natürlich nicht. Wie heißt das Ding? Der Double des Teufels? Das Double des Teufels? Atemberaubend genial. Reichtum, Sex, Macht, er bekommt nie genug. Naja, schauen wir mal. Warum auch nicht? Ich mach zwei Stapel. DVDs und Blu-Rays. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt von was. Nächstes Ding. Na, ich nehme mal die hier an der Seite stehen ein von. Wenn wir ein bisschen Abwechslung reinbringen, das Ganze hier. Ne? Das scheint wieder eine DVD zu sein. Oh, diesmal geht es mir ein bisschen leichter von der Hand. Vielleicht kriege ich auch Übung. Eigentlich ist es ja auch ganz geil mit dem Eingepackten. Das ist ja Ergotherapie, die ich hier gerade mache, genau genommen. Ne? Danke dafür. Ihr findet euch mal essen. Ist das kein Spaß oder Ironie? Hilft mir ja eigentlich. So, was ist denn? Hab ich den gesehen? Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Kenn ich gar nicht. Hab ich, glaube ich, noch nie irgendwo stehen sehen. Apartment 143. Also entweder ist es wirklich ein Film, der komplett unter meinem Radar durchgegangen ist, hinten drauf sieht aus wie ein Schwarz-Weiß-Film, auf was? Der? Oder? Was ist das für ein Label? Kann ich jetzt gerade nicht lesen. Blind wie ich bin. Moment. Universum. Die machen es, glaube ich, eigentlich nicht, oder? Es gibt ja diese. Unser Film verkauft sich nicht, weil der Scheiße ist. Machen wir ein neues Titel und ein neues schickes Cover und schon fertig. Ja. So, nächste Szene, was haben wir hier denn? Und die ganzen Idioten kaufen das und denken, oh, ein neuer Geisterfilm, aber haben sie den schon lange in der Sammlung stehen? Oh! Arschlöcher. So. Oh, in einem Schuh irgendwas. Was ist das? Hab ich den? Ist das der? Ist das der? Oh, sogar ein Blu-ray ist das. Holy fuck. Ist das der? Ich brauch mal eine Lupe. Oh, da ist ja meine Lupe. The Descent trifft auf My Bloody Valentine. Steht hier mal irgendwo, von wo der Film ist? Ey, Deutsch und Englisch. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Beneath. Auf Blu-ray. Ich hab mal. Ist das dieser Found Footage Film? Aber der war nicht Englisch, oder? Der war irgendwie. Was war das? Schwedisch? Oder war das irgendwie. Dänisch oder so? Ist das der? Das ist einfach nur, das ist ein Found-Footage-Film und er ist auch super atmosphärisch und spannend wie Scheiße, aber komplett realistisch. Das ist wie bei The Descent, die werden da in so ein Höhlensystem verschüttet und finden da nicht mehr raus.
ums Frecken. Und dann geht, glaube ich, auch einer drauf. Und der ganze Film ist aufgebaut, dass du immer glaubst, oh, gleich wie bei Descent oder was, kommt irgendwas Übernatürliches, irgendwas Unheimliches, irgendwas. Keine Ahnung, aber es kommt nichts. Es ist einfach nur ein Thriller oder ein Überweivel. Überlebensfilm, Survivalfilm, Überweivel. Ja, in Found Footage. Aber er war gut gemacht, auf jeden Fall. Wenn das da ist, das ist auch was ganz anderes. Ich kenne es überhaupt gar nicht. Kann ich jetzt gerade, ich habe den Titel nicht im Kopf. Weiter! Mal den hier mal. Auch wieder Blu-ray scheinbar. Oh, Alter. Gut. Was haben wir denn da? Hier weg. Was ist das? Oh, das ist, glaube ich, wirklich ein Found Footage-Film. Habe ich den gesehen? Weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht. Aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht. Atrocious. Ist das der mit dem Heckenlabyrinth? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ist das der mit dem Heckenlabyrinth am Ende? Dann war der furzlangweilig, der Film. Bis auf dieses Ende im Heckenlabyrinth. Das ging dann. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Wobei ich dazu sagen muss, solche Filme muss ich auch ein zweites Mal dann sehen, weil es gibt tatsächlich Abende, da freue ich mich eigentlich auf einen Found-Footage-Film und dann ist das irgendwie aber nicht das, was ich erwartet habe. Dann fühle ich ihn erstmal scheiße, wenn ich ihn dann irgendwann nochmal später nochmal sehe und denke, oh, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, da habe ich ganz stark gehabt, habe ich das bei dem Found-Footage-Film Skeev, würde mein Vater jetzt sagen, Skoo, S-K-E-W, wo diese Kamera einfängt, wenn die Menschen demnächst sterben, dann haben die so komische verbogene Gesichter oder irgendwas, aber nur durch die Linse der Kamera, irgendwie so. Da habe ich mir damals, ich habe glaube ich einen Trailer gesehen oder was drüber gelesen, da dachte ich, Wunder, was das für ein Reißer ist. Und dann ist das ja doch eher so auf Atmosphäre alles und so. Und erst als ich ihn dann irgendwann geschenkt bekam, glaube ich, oder mir gekauft habe, bei Kick und Teddy oder ich weiß es nicht mehr genau, mal wieder auf. Fand ich den doch sehr gut. Dann hab ich noch behalten. So, hier, lass du wohl auf. Ey, du Deckel, du, was fällt dir denn wohl ein hier, wa? Muss ich mit dem anlegen oder was? Nächste Film ist doch. Jetzt schaut mir an den. Nee, ich weiß, ich kann nicht DVD und Blu-ray mehr unterscheiden. So, Moment mal hin. Schwarzwaldpollen. Ich kann sie genau schmecken mit meiner Nase. Nein, Spaß. Aber irgendwie, da muss ich jetzt gerade mal liegen. Oh Gott. Entschuldigung. So, weiter. Wie spät ist das eigentlich? 23 Uhr. Ob ich trotzdem meinen Vater anrufe, um ihn zu ärgern? Nein, mache ich erst morgen. Ich lasse ihn schlafen. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Gute, ne? So. Oh, cool. Ein Update. Den habe ich, glaube ich, nur auf DVD. Glaube ich, nur auf DVD. Das muss ich mal gucken. Aber ich habe den schon. Ich habe den auf jeden Fall neulich eingeräumt. Aber ich weiß nicht mal, ob es eine DVD oder eine Blu-ray war. Trollhunter, einer der besten, meiner persönlichen Ansicht nach, einer der besten Found-Footage-Filme überhaupt. Das Thema ist geil, es ist ein bisschen auf lustig gemacht, ohne Star Wars-mäßig Slapstick-Scheiße zu sein. Und es ist mit Monstern, die so ein bisschen geil vom CGI-Faktor her, ich mag sowas dann lieber, wenn sie sich sowas da einbauen, als irgendwelche im Spiegel auftauchenden, schreienden Geisterfratzen oder so. Da machen ein paar richtige Monster, wenn man so will. So, oh, hier ist der Lumpenbuddel. What the fuck? Noch eine Flasche? Kann ich mir gleich einen gönnen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Boah! So, dann war jetzt rohe Gewalt. Vorsichtig. Ich glaube, dieses Mal geht das ein bisschen besser. Bitte fall nicht runter. Ihr habt keine Vorstellung, wenn man keinen Trizeps hat, wie schwer so eine, das ist nochmal ein Buddel, so eine Flasche mit einem Inhalt von, wie viel ist da überhaupt drin, 1 Liter oder 1,5 oder 75 Milliliter nur. Das wiegt wie eine 5 Kilo Handel für mich gerade. Ist natürlich Blödsinn, aber, oh Gott, wo steht die denn jetzt noch hin? Da. Da steht, okay, gut. So, noch was? Natürlich, und zwar, ja, komm her. Ja, kommst du her. So. Sieht wieder mit der Blu-ray aus. Das. Ein Film von James Ward. James Ward was? James Ward Birkit. Was ist das? Bildstörung? Warum steht da Bildstörung? Was ist das denn? Ja. Coherence. Und da unten steht Bildstörung. Hat der so viele Bildstörungen, der Film, oder was?
Was zum Fick? Naja, okay. Nie von gehört. Weiß nicht, was das ist. Sieht furchtbar langweilig aus. Nur Menschengesichter hinten drauf. So bewirbt man keinen Film, Leute. Oder der Film bietet nichts mehr, außer 5, 6 Menschen, die in einem Raum stehen und sich unterhalten. Ich weiß es natürlich nicht. Ich habe noch nie von dem Film gehört. Oh, das ist mir schon wieder warm. Ekelhaft. Ich habe übrigens scheinbar schon wieder abgenommen. Ich habe heute mal aus Spaß, bin ich mal heute auf die Waage gestiegen bei meiner Süßen. Wir wissen natürlich nicht, ob die jetzt genauso geeicht ist wie die Dinger im Krankenhaus, aber als ich rauskam, hatte ich ja von 167 runter auf 150 ungefähr. Und jetzt war es irgendwas mit 44, aber es kann ja nicht sein, dass ich in den Wochen, die ich jetzt hier zu Hause bin, 6 Kilo verloren habe. Da muss irgendwas... wieso zeigt jede Waage was anderes an? Manna, scheiße, muss ich beim Arzt nochmal liegen. So, da wird es ja wohl stimmen. Nächstes, was ist das? Das ist komisch, fasst sich komisch an. Ich glaube, es ist eine DVD, würde ich sagen, von der Höhe her. Achso, das ist nochmal eine DVD. Fühlt sich jetzt an wie ein Media-Book oder so. Ja, vielleicht ist da irgendwie ein... Nee, oh, das ist... Oh. Moment. Ja, da ist ein Booklet drin, deswegen ist es ein bisschen schwerer. Hurrikane, kann man sagen, Hurricane, mit Denzel Washington, den hatte ich immer auf VHS. Hab den aber nie geschaut, weil ich dann, mein Vater hat sich den mal gekrallt, weil er Langeweile hatte, kann ich den gucken? Ich sag, ja, guck den mal, du kannst mir ja gleich sagen, was da scheiße ist. Und dann hinterher kann man voller total enttäuscht rein, weil er hat jetzt irgendwas erwartet im Stil von Rocky, es ist ein Boxerfilm wohl, oder im weitesten Sinne. Und es ist dann wohl wieder mal, es gibt so viele derartige Filme, die ich eigentlich mal vom Titel her weiß. Und es war immer so, wenn ich mir damals einen Boxerfilm gekauft habe, auf VHS-Zeiten war das alles noch, dann war das ein todtrauriges Sozialdrama, aber kein Boxerfilm. Ich meine, klar, auch die Rocky-Filme sind irgendwo ein Drama, aber die haben immer noch diesen knackigen Part mit der Boxerei halt, ne? Aber wenn dann auch das nur irgendwie total auf realistisch gemacht ist, ne? Und Boxen ist ja eigentlich kein so guter Sport, ne? Machst ja den Kopf mit kaputt, ne? Und irgendwann stirbst du sowieso im Ring oder hinterher an den Folgen, ne? Also Boxen ist nicht gut, ne? So kommt es dann irgendwie so immer rüber in diesen Film. Deswegen gibt es nur einen Boxfilm, habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Den ich bisher gesehen habe. Einen einzigen Boxfilm. Ne, zwei Boxfilme. Ja, eigentlich drei. Die ein bisschen mithalten können mit Rocky. Also vom Boxpart her. Einmal ist das der, den ich im Krankenhaus gesehen habe. Habe ich gar nicht erzählt. Den habe ich im Krankenhaus gesehen. Werde ich mir aber auf Blu-ray nochmal anschauen. Wurde mir nämlich von einem von euch lieben Leuten da draußen geschenkt. Southpaw. Den ich eigentlich immer gemieden hätte. Weil es auch so. Das sieht auch alles. Ich habe den Trailer gesehen. Das sieht auch so sehr nach. Ja, er ist dann irgendwie, keine Ahnung. Dann fällt er in den Drogensumpf. Und dann geht er wahrscheinlich völlig zugedröhnt in einen Kampf und wird dann am Ende totgeschlagen. Oder irgend so ein Scheiß. Oh, Box ist ja so dramatisch. Und nein, es ist tatsächlich ein knackiger ein Boxerreißer mit Drama-Elementen, die auch gut funktioniert haben. Dann fand ich noch sehr gut, gibt es den noch nicht auf DVD, Knockout mit, wer war denn das nochmal? Woody Harrison? War das Woody Harrison und Antonio Banderas? Die da um das Herz eines Mädels boxen oder so? Und dann stellt sich noch daraus, irgendwie Banderas, die Figur, die Banderas spielt, ist schwul oder bi oder irgendwie so, weiß ich gar nicht mehr. Das ist auch so ein turbulente Rom-Com-Plot-Part, der komplett überflüssig war, aber die Boxkämpfe waren ganz gut. Das war's. Auch habe ich auch Videokassette gehabt. Und dann finde ich noch gut, im Boxbereich, also ne, mit positiven oder befriedigenden Boxkämpfen, zwar vom alten Schlag, aber das liegt auch wieder an Stallone, glaube ich. Naja gut, so weiter. Ich heb mich hier fest, ey. Wir haben doch keine Zeit. So. Das. DVD, okay. Komm her. Komm wieder raus. Was ist das denn, Alter? Wo buddelt ihr? Ich frag mich, was? Oliver Stone? Hä? Wo buddelt ihr immer diese Filme aus, verdammte Scheiße? Was hat der denn damit zu tun, ey? Ja, Wall Street, Platoon und Larry Flint, ist mir schon klar. Aber was hat denn mit diesem Film zu tun? Das will ich jetzt wissen. Ich will das. Sag mir das. Aha. Was? Der macht dann mit, oder was? Hier spielt der Oliver Stone mit, oder? Wollte ich mich jetzt verarschen, oder was? Greystone! Und dann dieses super originelle Cover mit diesem 0815 Standard Jumpscare-Geist. Bestimmt toll, der Film. Nein, vielleicht ist er wirklich gut. Ich meine, immerhin hat Oliver Stone damit zu tun und offenbar noch Sean Stone. Keine Ahnung, ist das der Sohn oder was?
Der hat hier wohl Regie geführt, oder wie? Ja, scheinbar. Glaube ich. Glaubst du an Geister? No. Ich glaube an die Ghostbusters. Ja. Ja, interessant. Auch wieder ein Film, wo ich noch nie von gehört habe oder gesehen habe. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Ich bin versorgt mit dem Zeug jetzt. Wahrscheinlich kann ich demnächst das Zeug gar nicht mehr sehen. Das ist alles Absicht, damit ich gleich davon wieder entwöhnt werde. Nein, das habe ich eigentlich selten. Beim Getränken habe ich das eigentlich selten. Wenn mir was zu trinken schmeckt, das kann ich mir nicht übersaufen. Aber es gibt ja so zum Beispiel so gewisse Snacks oder gewisse Mittagsspeisen von irgendwelchen Firmen oder so. Und wenn du die dann irgendwie zum 10. Mal, nicht direkt in Folge, aber irgendwie, ne, über eine gewisse Zeit gegessen hast, kannst du es erstmal nicht mehr sehen, das Zeug. Kennt ihr das? Aber bei Getränken habe ich das noch nie gehabt. Entweder schmeckt mir das Getränk oder schmeckt mir von vornherein nicht. Dazwischen gab es bisher noch nichts. So, noch eine Bulle. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinstellen soll, Leute. Ich habe hier keinen Platz und ich habe auch keine Kraft, die festzuhalten. Oh, ich bin mir doch runtergefallen. Okay, wir machen weiter. Noch mehr Müll, komm her. Ja, da. So, dann haben wir jetzt noch, ich zähle mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch ein Müll. So, 8 Sachen noch. Habe ich jetzt einen Stapel draus gemacht, den arbeiten wir jetzt einfach ab. So. Das scheint erneut eine Blu-ray zu sein. Und es ist. Oh, sehr cool. Volltreffer. Den kann ich ja aus meiner Liste streichen. Die wollte ich nämlich lange Zeit schon haben, habe ich mir aber nie. Besorgt, obwohl der eigentlich ganz günstig sein müsste mittlerweile. Oder ist das heutzutage eigentlich noch so, wenn ein Film im Fernsehen lief, dann wird er günstiger. Das war damals bei Videokassette immer so. Und auch bei DVD, glaube ich, eine Zeit lang. Oder so hin und wieder mal. Ender's Game, den hat meine Süße, die überhaupt keine Science-Fiction mag normalerweise. Oder, ja, mit Abstrichen sowas wie Avatar und so, ne. Die hat den gesehen, das ist ja eher militärische Science-Fiction hier, ne. Und dann hat sie den aber im Fernsehen war nichts anderes lief geschaut. Und nächsten Tag hat sie mir, oh, war die von dem Film begeistert. Halleluja, und dieses Ende. Und oh, oh, oh. Ich sag, du Schatz, du magst ja keine Science-Fiction-Filme, aber unter dem Aspekt hätte ich da so einige Science-Fiction-Filme, die du vielleicht ganz gerne mal angucken würdest. Ne? So, also wie gesagt, es ist ganz gemütlich, hier mit mir Filme zu gucken und ihr. Das werden wir in Zukunft öfter mal machen und dabei werden wir dann in Zukunft immer ein bisschen Griesbacher Schwarzwald-Cola schnabulieren. So, nächstes Dingsbums. Oh, cool. Wenn ich den jetzt noch nicht hätte, würde ich mich jetzt freuen, aber ich habe den leider schon. Aber ich habe den, glaube ich, eine ziemlich abgerockte Fassung aus der Videothek. Den habe ich nämlich damals hier bei uns in der Videothek mal auf DVD gekauft. Man muss ich mal vergleichen, welche. Ich glaube, die hier ist besser erhalten. Ich weiß es aber noch nicht. Schau ich dann mal. Madhouse. Sehr, falls ihr den nicht kennt, sehr geiler Suspense-Thriller mit Mystery-Elementen und einem ordentlichen Twist am Ende, finde ich. Ja. Ist jetzt nicht. Keine Hollywood-Klasse, ja, aber es ist so ein bisschen Richtung Shutter Island vielleicht, so ein bisschen. Dreht sich halt auch um so eine Irrenanstalt und ein mysteriöses Geheimnis, das es da gibt und so. Und dann kommt da ein neuer Psychologe oder was an diese Anstalt und fängt dann an, danach zu forschen. Irgendwie unten im Kellerbereich ist einer in so einer Spezialzelle gefangen, den du nie siehst, der nur spricht. Und das ist alles ein bisschen mysteriös. Naja, da kommt nachher der große Twist, das fand ich auch ganz gut. Also einer von diesen unbekannteren kleinen Filmen, die manchmal besser sind als diese großen Hochglanz-Blockbuster, wie eben Shutter Island, den ich. Nein. Hätten sie einfach einen Horrorfilm draus lassen sollen und fertig und nicht da so eine erzwungene, hohoho, es ist nur in seinem Kopf Auflösung. Fand ich so lame, aber naja. Och, geil. Oh, ist er kaputt? Nein. Achso, da ist ein Buch drin, das flattert da gerade ein bisschen. Ja, das ist auch ein geiler Film. Wusste ich aber gar nicht, dass er so gut ist. Also ich wusste es schon, aber. Nicht mehr so, wie soll man das beschreiben? Ich habe den gesehen damals, fand den gut. Ja, so damals, als ich zum ersten Mal geschaut habe, so, ganz okay, ne? Und dann lief der im Fernsehen auch im Krankenhaus und dann habe ich aber nur bis zur ersten Werbung gesehen und das, was da lief, das fand ich schon, oh, ist ja geil. Und dann bin ich weggeknackt. Und dann bin ich aufgewacht und gedacht, oh nein, jetzt ist der Film vorbei, jetzt habe ich ihn. So cool. Source Code mit dem Southpaw-Darsteller Jake Gyllenhaal. Der ist das hier sogar, okay. Naja, cool. Das ist halt so ein Zeitschleifenfilm, wenn man so will. Aber nicht, dass er zufällig in diese Zeitschleife gerät, sondern es gibt da auch einen Grund sogar für und es ist alles ziemlich geil.
Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der ausgeht, weil, wie gesagt, ich bin ja beim zweiten Mal gucken im Krankenhaus voll eingepennt. Cool, geil, so. Ich hatte ihn, glaube ich, sogar auf Liste, ich müsste mal gucken. Ich glaube sogar, ich habe ihn auf Liste, weil ich einfach nochmal wissen wollte, wie war denn der nochmal. Und eben wegen dem Schauspieler. Und ich meine, mir damals schon erinnert zu können, dass er einfach irgendwie gut ist von der Machart her. Oh, das ist interessant. Das ist jetzt wirklich so ein Fall, so ein Kandidat. Vielen Dank dafür. Auf DVD, aber es reicht ja völlig. Steht da oben? Ja, okay. Bisschen Werbung. Was fand ich beim ersten Mal schauen diesen Film scheiße? Ohne Scheiß. Ich fand den richtig beschissen. Ohne Quatsch, diesen Film. Und dann ist der zu Ende, der Film. Und dann ärgerst du dich darüber, dass du jetzt Zeit verschwendet hast. Und dann bringst du ihn wieder in die Bibliothek zurück und bist, oh Gott, alle finden diesen Film so geil. Warum? Wieso dieser Hype? Und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann hast du immer wieder so gewisse Szenen und gewisse Momente aus diesem Film im Kopf, die immer wieder irgendwie wiederkehren. Und dann fällt dir plötzlich auf, eigentlich war der Film sogar besonders gut, weil sich diese Momente aus diesem Film ganz tief in dein Gehirn gebrannt haben. Vor allem das Ende von Borderlands. Ja. Mir war das einfach, also wie gesagt, ich habe vorher gelesen und die waren ja alle so begeistert und lobten diesen Found Footage. Ich finde diesen Film ins absolut Höchste. Da habe ich gedacht, boah, was geht denn da ab? Was wird denn da nachher am Ende passieren und so? Und das, was da nachher passiert, habe ich gar nicht verstanden beim ersten Mal schauen. Ich musste wieder mal online gucken, was der Regisseur damit gemeint hat. Und habe das dann gelesen und ich lag mit meiner Vermutung auch richtig. Was ich vermutet habe, was da abgeht am Ende, ja. Die werden halt, Spoiler, die werden irgendwie verdaut oder irgendwie sowas von irgendwas oder irgendwie dem Teufel oder irgendwas, einem Dämon oder was. Sind in einem riesigen Verdauungstrakt landen die daher und dann kneifen viel in den Arsch zu, dann kommen sie nicht mal raus auf gut Deutsch und dann, ja, werden die dann da, sterben die da grauenvoll. Und dann habe ich ein Interview gefunden, ich glaube sogar, das war sogar ein Video-Interview, ich weiß gar nicht, oder war das nur zum Lesen, weiß ich gar nicht mehr. Ist das eine Frau, die den gemacht hat oder eine Produzentin oder... Irgendwie eine Dame war das. Entweder war da ein Bild von der oder der Name. Ich weiß es nicht. Ich meine, das war eine Blonde sogar. Und die war im Interview und die hat gesagt, dass die Macher des Filmes eigentlich, hätten sie mehr Budget gehabt, noch eine ganz abgefahrenere, noch krassere Auflösung haben wollen. Und das sollte sogar in Richtung Lovecraft gehen. Und das, wenn ich darüber so nachdenke, was da so passiert in dem Film und wie das dann endet, ja, hätten sie das noch weiter getrieben. In Richtung Lovecraft, andere Dimensionen betreten und so. Und dann mit einem fetten Budget, mit geilen Special Effects, der hätte das ein umgeblasenes Ende. Aber so ist es auch geil. Also es ist super geil. Ich freue mich sehr, dass ich den hatten finde. Weil ich ihn auch lange schon mal wieder sehen wollte, eben wegen dieser Erinnerung, diese Bilder, die man immer irgendwie mal wieder... Da freue ich mich drauf, den nochmal zu gucken. Dankeschön. Nächster Film. Was haben wir denn hier? Das scheint auch wieder eine DVD zu sein. Und ja, es ist eine... Oh, eine DVD. Oh, okay. Oh, jetzt habe ich es reingeschmissen. Ja, egal. Im Schuber... Aha. Okay, ich hab den. Hab ich den auch im Schuber? Das weiß ich gar nicht. Hab ich den auf Blu-ray oder DVD? Weiß ich gar nicht. Devil's Pass, auch wieder Found Footage. Und auch wieder an der besseren Found Footage, meiner Ansicht nach. Diese Jackloff Pass-Geschichte ist ja sowieso mega mysteriös und gruselig. Hier ist die Auflösung natürlich arg abgehoben und so. Ne? Also mit den Fakten ist da nicht mehr so viel, glaube ich. Aber ich mag das. Und ich mag auch die Auflösung, die sich da mal fallen lassen. Ich mag das ja sowieso bei Found Footage, wenn dann auch mal was passiert, was wirklich übersinnlich ist. Und alle anderen wieder, CGI-Monster, Ikiti Bad. Oh, naja, gut. Ja, dann guckt euch doch mal in Paranormal Activity eure wackelnden Türen an und scheißt doch dabei rein, ihr Possies. So. Ich frage mich immer noch, was da der Hype ist. Aber gut. Was ist das? Eine Blu-ray. Was ist das denn, ey? Was war das? Habt ihr das gehört? Die Geister kommen oder irgendwas. Rumpel, rumpel. Poltergeister habe ich hier. Nie gesehen oder gehört. The Operator. Und dann ist da, warum ist da Undoomed drauf? Macht er da mit? Ist das der Undoomed-Film? Cool. Ja, weiß ich nicht. Ist das was Übersinnliches oder ist das eine Marvel Hornets Story? Ach, eine Marvel Hornets Story. Marvel Hornets, was ist das? Marvel sind Mummeln, ne? Und Hornets, hä? Mummelhornissen? Was dann denn? So eine neue Tierart oder was? Kugelrunde Hornissen? Das interessiert mich jetzt ja noch. Der Operator basiert auf der Webserie Marvel Hornets, die mit mehr als 80 Millionen YouTube-Klicks eine der weltweit erfolgreichsten Horror-Webserien ist. Oh, yeah. Wer YouTuber-Filme machen?
dann wird das bestimmt interessant. Nicht wirklich. Na, gucken wir mal. So, ich habe aber hier von gehört, ich will auch nie gesehen, aber verschau dann mal irgendwann. So, was haben wir hier? Das ist wieder eine eine DVD. Oh, sogar Olaf verpackt. Was ist das denn? Von der Macher von Splice und Cube. Echt? Aber nicht die Regie, oder? Moment. Ach, Licht. Boah, das kann ja wieder kein normaler Mensch lesen hier, ey. Kann ich nicht lesen. Bist zu klein. Naja. 388 Arletta Avenue. Keine Ahnung, sieht auch wieder nach Mystery aus oder irgendwas. Oder nee, sieht eher nach einem Thriller aus, Home Invasion oder was. Da ist ein Kapuzenmann und der fotografiert gerade ein paar Schlafende. Ist also in die Wohnung offenbar eingedrungen. Ja, wenn das alles ist, was da passiert, naja, warten wir es mal ab. Ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe noch nie irgendwo stehen sehen, noch nie von gehört. Okay, einen haben wir noch. Und es scheint auch eine DVD, Blu-ray, irgendwas, Blu-ray zu sein. Und es ist, oh, ist auch geil, auch cool. Habe ich auch noch nicht in der Sammlung und wollte ich auch immer mal wieder sehen. Obwohl es da einen gewissen Part gibt, den mir nie gefiel, aber naja. Denzel Washington und Gary Oldman in The Book of Eli. Oh, und diese Bibelscheiße fand ich immer so ein bisschen, ja, er will, dass die Bibel gerettet wird in der Endzeit und so, aber naja, gut, okay. Jeder, soll ja jeder glauben, was er will, ne? Und das ist dann halt so, naja. Aber der Film ist an sich ist ein cooler Endzeitfilm und sehr stylisch und die Optik hat mir gut gefallen und sowas alles. So, da sind wir durch. 3 Buddeln Griesbacher Schwarzwald-Cola und ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich heute davon eine trinke. Ich habe noch eine für meine Schatze, kann sogar eine komplette Buddel mit nach Hause nehmen. Eine teilen wir uns und eine ist für mich alleine und eine für sie alleine. So mache ich das. Da freut die sich bestimmt. Das ist gut. Ja, dann eine Arschvoll Filme von den... Da war glaube ich nichts. Doch, Madhouse habe ich doppelt. Das weiß ich genau. Da weiß ich auch genau, dass ich... Aber ich muss noch mal gucken, wie meine Fassung ist. Obwohl unsere Bibliothek, die gehen damit gut. Ach ja, Devil's Pass habe ich hier wohl auch. Aber ich weiß nicht, ob ich den im Schuber habe. Da muss ich auch mal gucken. Und das war's. Alles andere ist nicht doppelt, ne? Richtig? Sehe ich das richtig? Jo. Cool. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blu-rays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DVDs. Und von den DVDs sind 2 doppelt. Boah, das ist doch eine Hammerbilanz. Ja! HaydenMo24, vielen lieben Dank für das Paket. Ich bin total begeistert und ich habe wieder Schwarzwald-Cola. Moment mal, ich kann die heute Abend, glaube ich, gar nicht trinken. Ich kriege die Buddel, glaube ich, gar nicht auf. Muss ich mal auch probieren, ob ich das schaffe. Ne, hier, ne? Kraft in Händen. Und dann. Ich muss ja immer so machen. Ich muss immer Motorrad fahren. Ich soll immer Motorrad fahren. Das ist so eine Ergo-Übung, um die Handgelenke wieder zu aktivieren. Kann das mal, wenn nicht mal alles besser werden? Ich weiß, es sollte nicht so viel rumjammern, ich soll es einfach tun, also trainieren. Gut, cool, okay, gut. Dann mache ich das gleich mal ein bisschen. Vermutlich mache ich mir dann mal ein Filmchen an. Ich habe jetzt wieder eine Menge da. So, demnächst, ich weiß aber noch nicht ganz genau wann, mache ich eine Roomtour für euch. Hier, einmal. Allerdings, wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau wann, weil es fehlen noch 4 Kartons. Und außerdem fehlen mir eigentlich noch ein paar CDs, wo ich nicht weiß, wohin die verschollen sind. Was mich ein bisschen annervt. Aber andererseits, meine Sammlungen sind beide aus unerfindlichen Gründen gewachsen um 50% jeweils. Und ich weiß nicht, woher. Ich kriege meine ganzen Filme nicht mehr in meine Regale. Ich kriege meine ganzen CDs nicht mehr in meine Regale. Naja, aber das mache ich demnächst. Ne? Bude noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen so alles machen, wie es sein soll. Was heißt aufräumen? Ist ja aufgeräumt. Ja, was heißt auch? Ja, ich sag mal, das alltägliche Chaos. Ne? Aber das bin ich. Das, da habe ich auch keinen Hehl daraus. Da mache ich auch keinen Hehl daraus, das zu zeigen. So. Jo. Und da sehen wir uns dann irgendwann wieder. Aber das ist jetzt nicht das nächste Video, was kommt. Das dauert noch ein bisschen, weil ich die 3 großen Kartons bei meiner Süßen erstmal hier haben muss. Und dann muss ich irgendwann mal auspacken. Und dann mache ich dieses Dings da Video. Es kommt, wie gesagt, wahrscheinlich noch das eine oder andere Paket. Also ich weiß von 2, die kommen sollen. 1 ist wohl auf dem Weg. Das weiß ich genau. Und das andere weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da sind sogar CDs dann wohl drin, aber da weiß ich nicht, wann das kommt. Deswegen mache ich da jetzt keine Ankündigung. Und es kommt demnächst ein Verkaufsvideo, wo dann eben Filme wie dieser Madhouse und Devil's Pass, ne, dann eben auch drin landen werden. Wenn ich die jetzt doppelt habe, dann machen wir da jemand anderen mit eine Freude. Und mir gleichzeitig auch, wenn ich einen kleinen Obolus dafür bekomme und dann mein Musikhobby ein bisschen weiterführen kann, nicht wahr? Weil
Es ist heftig, Leute, wenn ihr nach 4 Monaten Abstinenz nach Hause kommt und dann seht, was in diesen 4 Monaten alles an rattengeilen CDs auf den Markt gekommen ist, von den ganzen Bands, die ihr liebt, und was dann auch in Zukunft demnächst für rattengeile CDs von supergeilen Bands, die ihr seit eurer Kindheit verfolgt, auf den Markt kommen werden, und ihr wisst, ihr habt nicht die fucking Kohle, euch das zu kaufen, das tut richtig weh, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr ein Hobby mit Leidenschaft habt und ihr habt nicht das Geld, euch dieses Hobby leisten zu können und das weiterzumachen, oh, das tut euch im Herzen weh. Mir geht das jedenfalls so. Deswegen wollen wir dann mal schauen, ob ich da ein bisschen mich aus dem Ganzen retten kann. Meine Süße ist schon so kulant. Was heißt kulant? Ist das das richtige Wort? Was heißt überhaupt kulant? So entgegenkommend gewesen und hat mir jetzt von den kommenden CDs, ich glaube, insgesamt 6 Stück bestellt, wovon allerdings 2 in ihrer Sammlung bleiben werden. Das ist die kommende oder die neue, die aktuelle Kiss and Dynamite und die kommende Powerwolf, weil sie auch alles von Kiss and Dynamite und Powerwolf in ihren Sammlungen stehen hat. Trotzdem werde ich sie auf meinem Kanal reviewen und auch im Jahresranking einfließen lassen. Das ist ja unsere Sammlung, genau genommen. Aber es ist immer noch, fühlt sich immer noch komisch an, wenn einige CDs dann nicht in meinen Regalen stehen, sondern bei ihr, und andere wiederum, für die sie vielleicht gerne hätte, in meinen landen. Das ist immer so ein bisschen komisch. Aber naja, ist ja egal. So. Ja, nochmal lieben Dank an Ben für das. War doch Ben, oder? Habe ich jetzt richtig. Hatenmo für das geile Paket, mit dem ich meinen Papa ganz viel doll enttäuschen werde, weil ja, er freut sich halt immer, wenn eine Blu-ray dabei ist, die ich doppelt habe und er noch nicht hat. Dann kriegt er die ja. Ich freue mich dann auch, weil er mir meistens dann irgendetwas dafür gibt, was er wiederum doppelt hat und ich vielleicht noch nicht habe. Dann tauschen wir immer so ein bisschen. Und das macht er aber leider nur mit Blu-Rays, die er unbedingt haben will. Ich habe ja schon mal erzählt, er ist ja mittlerweile auf dem Trichter, dass er sich nur Filme hinstellt, die er absolut megamäßig ober-ultra-geil findet. Und nicht mehr so Gelegenheitsfilme, ja, war ganz nett, muss ich mir aber nicht hinstellen. Da ist er mittlerweile schon etwas, wie sagt man denn dazu, zurückhaltender. So, jetzt habe ich ja genug gequatscht. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Video, was immer das dann noch sein wird, wieder, wenn ihr dann wollt. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und farewell.